Jana und ich kennen uns seit der ersten Woche und sind seitdem befreundet, aber durch die gemeinsame Gründung sind wir erst so ein richtiges Team geworden. Lina immer so, nee, ich kann nicht mitkommen, ich kann da eh nichts essen. Da wollten wir zum Weihnachtsmarkt gehen. Anstatt so, das nervt, was soll denn das? Das ist die Einzige, die immer zu Hause sitzt. Das war eigentlich der Hauptbeweggrund, dass sie nicht immer quasi so eine Extrawurst braucht, sondern dass sie einfach mitkommen kann wie jeder andere. Am Anfang war es schon komisch für mich, dass Jana die Idee hatte, mir zu helfen oder halt allen Allergikern zu helfen, weil ich das halt nicht gewohnt bin. Scansy soll den Gastronomen helfen, Allergenkarten zu erstellen und diese sollen dann für den Endverbrauch auch einfacher zugänglich sein. Die Allergenkarte wird auf einem QR-Code hinterlegt und damit kann man am Stand oder im Restaurant diesen QR-Code scannen und kriegt dann die komplette Speisekarte gefiltert, dass man sich nicht auf fremde Leute verlassen muss. Am Anfang konnten wir uns das nicht so wirklich vorstellen zu gründen, aber dadurch, dass wir nicht alleine sind, sondern die Unterstützung vom Robert-Schmidt-Institut der Hochschule haben, fiel uns das ein Stück weit leichter, da die uns auch betreuen und mit Rat und Tat zur Seite stehen. Wir sind Melina und Jana und haben am Inspired-Ideen-Wettbewerb der Hochschule Wismar mit unserer Geschäftsidee Scansy teilgenommen.